Ja, es war, glaube ich, im Nachhinein eine der besten Erfahrungen und ja, gute Entscheidungen, dass wir das damals gemacht haben, weil ja, einfach mal in einen anderen Job reinzuschnuppern, wäre nie die Möglichkeit da gewesen. Das war einen Monat lang und wir hatten eine coole Erfahrung da mitgenommen, auch für später. Also ich denke zurück an die Zeit, denke ich schon ab und zu. Ich war auch letztens beim Filialleiter, bin ich vorbeigefahren, habe einen Kaffee mit ihm getrunken. Auch noch gutes Verhältnis so, weil er mir nach dem Turnier dann auch immer schreibt. Also ja, im Großen und Ganzen blicke ich da sehr, sehr gerne auf die Sache zurück. Also meine Aufgabe war, Security 5 Stunden vor der Tür zu stehen und allgemein, wie man dann mit Leuten dann quasi in so manchen Diskussionen ja, geht, wo ich sage, okay, es gibt viele Leute, die einfach schlecht gelaunt sind, so 60, 70%, die sehr, sehr mürrisch sind, sehr, sehr schlecht gelaunt und da wird es einem bewusst. Und da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht bin ich auch selbst so, wenn ich dann irgendwo einkaufen gehe und dann ein komisches Gesicht mache und so. Man sieht dann das schon von einem anderen Perspektive. Ja, die Hochzeit ist nächstes Jahr geplant, ja. Also wir haben im September die Hochzeit geplant. Wir hoffen natürlich, dass alles so stehen bleibt und dass man ordentlich feiern kann. Und ja, wir sind schon ein bisschen in der Planung und freuen uns natürlich auch sehr drauf. Ich würde mich, glaube ich, grundsätzlich erstmal nicht impfen lassen. Wenn natürlich die sagen, okay, du darfst nur mit Impfung Australian Open spielen, dann ist es natürlich nicht Zwickmühle, aber dann ist man quasi ja auch nicht dazu verpflichtet, aber natürlich ist die Tendenz dann, dass man sich dann impfen lässt.